Ja, hallöchen und herzlich willkommen zur 133. Folge von Hard Economic Don hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod vom Herrn Klaas. Ja, selbe Stelle, selbe Welle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Stehen wir noch hier an der Kreuzung, haben jetzt die Interstate 5 hier verlassen und fahren jetzt hier auf den Highway 99, oder besser gesagt auf die California 99, bitte sei frei. Jawohl. Auf die California 99, die uns dann nach Bakersfield führt. Wo wir unsere Autos dann bei Union Pacific abladen. Und ja, das hier ist jetzt die letzte Hard Economic Don Folge vor dem Urlaub. Ja, ihr habt richtig gehört, ab. Jetzt los. Bestimmt wieder das falsche Knöpfchen gedrückt hier, war aber bestimmt auf der kleinen 1 oder so. Ja, ihr habt richtig gehört, letzte Folge vorm Urlaub. Morgen kommt nochmal der Schubert-Transporter zum Samstag. Und dann habe ich 14 Tage Urlaub. 14 Tage werden keine Folgen erscheinen. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Am 19.8. wäre dann ja, Urlaubsende. Quasi nach, das ist die Sommerpause hier auf meinem YouTube-Kanal zu Ende, sagen wir mal so. Und dann geht's weiter mit der 134. Folge von Hard Economic Don. Ja, montags halt, ne? Hard Economic Don. Und dann am Dienstag, am 20.8. kommt dann wieder die erste Folge nach der Sommerpause von Schubert Transporter. Und dann geht es ja wie, so wie im Sendeplan, so wie wir es jetzt die letzten Wochen gemacht haben, so geht es dann halt nach dem Sommer, nach der Sommerpause weiter. Wird sich so eben nichts ändern. Wie gesagt, außer halt, dass wir die nächsten 14 Tage nichts machen. Ja, jeder Trucker, jeder YouTuber braucht aber seinen Urlaub. Nützt alles nichts. Ja, wir werden es heute hier jetzt so machen. Wir werden nicht mehr lange unterwegs sein, denke ich mal. Jetzt gleich im Spiel 9 Uhr morgens. Ich vermute mal, dass wir so in der Mittagszeit dort sind. Ja, dann werden wir auf jeden Fall noch eine Tour annehmen. Und werden schon mal losjuckeln und dann nach dem Urlaub fahren wir die Tour dann weiter. Vielleicht finde ich eine ganz kurze Tour, dass ich die heute noch schaffe. Aber weiß man ja mal nicht. Wäre ja nicht verkehrt. Aber das kann ich euch schon mal als Information mitgeben. Die 134. Folge dann nach dem Urlaub, die nehme ich jetzt in dieser Aufnahmesession noch mit auf. Sprich, sollten sich dann über den Urlaub hier Kommentare anhäufen, auf die ich mal
in der Folge mündlich eingehen möchte, sollte, könnte, dürfte, dann wird das frühestens in der 135. Folge passieren, weil wie gesagt, die nehme ich jetzt, die 134, die nehme ich auch noch vor dem Urlaub auf, damit ich hier dann über den Urlaub hochladen kann und dass ich dann nach dem Urlaub wieder schon mal Material habe, was ich dann veröffentlichen kann und dann in Ruhe wieder meine Aufnahmen starten kann. Und so, das ist immer so hektisch. Und da ich auch im Urlaub ein bisschen wegfahren will, fahre jetzt nicht, dass ich jetzt sage, wir fahren jetzt eine Woche oder 14 Tage irgendwo an den Strand oder was, das nicht, aber so ein paar Tagesausflüge werde ich schon mal machen und am letzten Wochenende im Urlaub bin ich auf dem Nürburgring. Wieder mal, ja, zur Brompain GT Series, zur GT3 Langstreckenmeisterschaft. Und heute komme ich ja auch erst, ja, Sonntagabend wieder irgendwann, denke ich mal. Da habe ich eigentlich noch Zeit, dann noch was aufzunehmen. Deswegen werde ich jetzt ab ein, zwei Folgen noch für nach dem Urlaub vorproduzieren. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, wir sind ja schon da hier. Sieht mir wieder so schlecht durch den Zaun. Ui, ui, ui. Ach ja, da ist so ein separates kleines Gewerbe-Industriegebiet da. Ich erinnere mich. Da war das mit drin. Ja, waren wir auch schon mal, haben wir auch schon mal angefahren, die Firma hier. Die Firma sind wir auch schon mal angefahren. So, hier rechts, hier gleich wieder links. Und auch wieder rechts. Wieso nimmt denn das nicht mehr an hier? Bin ich zu doof, jetzt hier auf die Knöpfe zu drücken hier, oder? Haben die irgendwie eine Macke hier? Stimmt doch irgendwas nicht. So, wo müssen wir wieder hin? Da hinten ins Eckchen wahrscheinlich, wa? Das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon.
So, probieren wir es wieder mal, wa? Wir haben es schon ein paar Mal geschafft. Deswegen gehe ich davon. Nein, ich sag nicht. Wenn du sowas sagst, hier geht's meistens schief. Immer schön aus der Innenperspektive. Nur mal kurz aussteigen und gucken. Oh ja, wir können rum. Wir können voll rum. Nee, noch ist er nicht parallel. Ich glaube, wir können mal raussteigen und gucken. Das können wir in der Realität ja auch machen. Ja, gut, okay, wir können hinterher lenken. Das können wir in der Realität schon machen. Oder wenn man alleine ist, man darf ja eigentlich gar nicht ohne Sicherungsposten rückwärts rangieren mit so einem LKW. Deswegen ist das eine Sache, wofür man sich absolut nicht schämen braucht. Wenn man da mal aussteigen muss und mal gucken muss. So. Vorsichtig, hier gehe ich in die Mauer fahren. Beim Rückwärtsfahren nirgendwo angeeckt, beim Vorwärtsfahren dann zu spät auf die Bremse. Gegen die Mauer gefahren. Das ist dann auch. Das ist dann auch traumhaft. So, jetzt haben wir ein bisschen Übersicht hier über den Spiegel. Sehr schön. Wir haben es wieder mal geschafft. Warum die Autos immer hier so in die Ecke haben wollen, verstehe ich nicht. Ich habe immer, habe natürlich, das kann ich mal dazu erwähnen, ich habe immer automatisch das schwierigste Einparkmanöver beim Abladen. So, El Cubeiro Field, das war die Tour. 1554 Dollar verdient, sehr gut, gefällt mir richtig gut. Wir kommen langsam dahin, wo wir hin wollen. Okay, da würde ich sagen, suche ich uns mal eine neue Tour raus. Ihr kriegt davon nichts mit, ihr kriegt jetzt nur einen kleinen Schnitt und dann bin ich wieder da. Ja, ja, Tour gefunden. Ihr seht, da hinten steht noch unser Autotransporter, den wir abgeladen haben. Jetzt haben wir hier mal einen kleinen knurrigen Einachser-Auflieger drin. Ist er nicht süß? Ja. Schön. Anspringt du da noch? Einmal frei. Steht jetzt auch nichts mehr im Wege. Wirtschaftlich gesehen, der richtig einen super Fang gemacht hier. Da wollen wir langsam durchsuckeln hier. Ja, was haben wir geladen? Haushaltsgeräte. Ja, zerbrechliche Fracht. Gewicht lächerliche 15.000 Pounds. Das sind umgerechnet 6,8 Tonnen etwa. Und die sollen jetzt hier von Bakersfield, das gehört ja zu Bakersfield, hier dieses Industriegebiet,
von Bakersfield aus nach Nogales, wenn das richtig ausgesprochen wird. Nogales geschrieben, Nogales ist unser Zielort. Ja, Nogales im US-Bundesstaat Arizona. Da waren wir noch nie. Das ist noch grau geschrieben. Von daher schön, dass es klappt, dass wir da mal hinfahren können. In Arizona passt Auto, können wir dann tanken. Ja, wir fahren jetzt hier auf die Interstate 5. Verlassen quasi jetzt hier die California 99. Ja, vergütet wird die ganze Geschichte hier. Halt nie andersrum anfangen. Und zwar mit der Entfernung. Hatte ich das schon gesagt? Nee, gell? Glaub nicht. Jetzt sag ich sag's einfach nochmal, falls ich es schon mal gesagt habe. Entfernung sind 647 Meilen, das sind umgerechnet 1042 Kilometer. Vergütet wird das Ganze richtig gut mit 2,59 Dollar pro Meile. Was ist denn das für ein Schiff hier, was uns hier überholt? Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Du kriegst die Tür nicht zu. Wenn wir sowas erst noch unterm Hintern haben, dann waren wir gut. Ja, komm jetzt. Hier rein. Zieh doch rein, dass sie vorbei können hier. Ja, summa summarum kriegen wir für den Auftrag quasi das Meilengeld mit Zuschlägen und allem Pipapo. 1780 Dollar. So, jetzt quatschen wir uns wieder. Oder so. Oder so. Ach nee, ich hatte vorhin gesagt, wir verlassen die California 99. Nee, das haben wir nicht gemacht. Ah, wir müssen rüber. Bin ich schon mal drauf reingefallen hier. Ja, es ist noch die California 99, die wir hier befahren. Und hier geht es jetzt also auf die Interstate 5. Ja. Und von der Interstate 5 aus geht es dann auf die Interstate 10 Richtung Osten.
So, Konzentration. Ein Gehunkel hier. Ja, kann sein, dass ihr gerade einen kleinen Schlitt hattet. Ich wurde einfach auf den Desktop zurückgeworfen, aus irgendwelchen Gründen. So. Richtig klassisch, so letzte Folge vor dem Urlaub und ich vergesse immer meine Stoppuhr einzumachen. Wir fahren ja wieder viel zu schnell. Oh, das war's schon hier mit Interstate 5. Jetzt geht's hier auf die Interstate 10 El Centro. Frei. Heute ist der 10, der größte Abschnitt der ganzen Tour. Ja, ich würde sagen, da schafft es halt so, ne? Da wollen wir Pause machen, das habe ich noch gar nicht so richtig mir angeguckt. Doch bald, wahrscheinlich sehr bald. So, naja gut. Überlege ich gerade über den nächsten Rasthof. Naja, erstmal warten, ob und wann einer kommt. Aber ich habe glaube ich so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist auf der Interstate 10 nicht viel los mit den Rasthöfen. Müssen wir jetzt mal abwarten. Bis Ehrenberg ist es doch ein Stückchen. Ich glaube, da war irgendwie eine Pausenmöglichkeit. Ah, da müssen wir ja erstmal hinkommen. Na ja gut, ich würde mir sagen, ja, ich wäre müde, ich weiß, ich würde sagen, können wir schon die Folge beenden. Ich habe, wie gesagt, ich habe zweimal bei beiden Parts jetzt hier, das sind ja zwei Parts, wenn man es so will, für jede Tour ein Part. Wir haben ja zwischendurch eine Tour abgeladen, die neue angefangen. Bei beiden Parts habe ich vergessen, auf die Stoppuhr zu drücken. Das erste Mal waren 2-3 Minuten, die ich zu spät angemacht habe, und beim zweiten Mal, ja keine Ahnung, 5 Minuten, 6 Minuten, ihr seht das ja, also ich habe jetzt gerade an meiner Uhr 14:30. Ihr seht ja, was auf YouTube gerade los ist. Habt ihr ja die Folgenzeit. Ich sehe es, hab sie dann
auch gesehen, darum schneiden, aber das bringt mir jetzt in der Aufnahme nichts weiter. Das bringt mich nicht weiter. Machen wir erstmal das Abblendlicht an hier, nicht, dass wir die Strafe zahlen dürfen. Alles schon gehabt. Wir schummeln mal ein bisschen. Wir werden mal die Rasthöfe mitnehmen da vorne, wa? Die jetzt vor uns liegen. Die, da fahren wir, so weit fahren wir, genau. Bis dahin fahren wir, dann machen wir Pause, dann können wir von mir aus, weiß nicht, tanken. Ja, eigentlich noch nicht, haben wir noch Zeit. Aber Pause machen, da beenden wir die Folge. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwo bei 25 Minuten oder knapp 30 Minuten gelandet sind. Ach nee, sag es nicht, dass das nur auf der einen Seite war. Aber doch. Oh, das ist so ein Dreck aber auch. Na ja, gut. Dann machen wir eben noch keine Pause. Müsste ich hier von der Interstate runter. Ach. Ja, Feuer. Oder? Doch, komm, machen wir, so weit ist es nicht. Wieso fahren die alle von der Interstate runter? Wieso fahren die alle von der Interstate runter? So, da vorne ist unser Rastplatz und unten eine Tankstelle. So, der Treibstoff halb voll. Ist auch die Fahrzeit so rum. Also fahren wir jetzt nicht tanken, sondern fahren direkt auf den Rastplatz. Vorsicht, morgen hier bei der Bordsteinkante. Wir haben zerbrechliche Fracht. So, okay. Dann verabschiede ich mich für Hard Economic Don an dieser Stelle in den Urlaub. Nächsten 14 Tage kommt keine Folge. Bin ich im Urlaub. Und nach dem Urlaub, nach 14 Tagen, am 19.8. fahren wir genau an dieser Stelle hier weiter. Ist immer noch dieselbe Aufnahmesession dann. Und ja, wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da. Gerne auch ein Abo oder einen Kommentar. Und ja, bis dahin, fahrt schön rechts. Grüßt die Leute, macht's gut. Ciao.